was wir jetzt hier erleben, ist auch für mich etwas, was in seiner Dimension und in seiner Intensität den üblichen Rahmen sprengt. Aus Sicht von Myanmar war diese Rückholaktion sicher historisch, nur schon, weil es meines Wissens der erste Direktflug war und vor allem von Edelweiss von Zürich nach Yangon und dann wieder zurück nach Zürich. Viele Leute sind davon ausgegangen, dass wir wie ein Vertreter oder eine Vertreterin einer Luftfahrtgesellschaft sind oder ein Reisebüro. Dann müssen wir ein paar Mal sagen, ja, Moment, wir sind eine Botschaft. Eine absolut historische Rückholaktion. Alleine auch deshalb, wir haben ja ein Auslandschweizer Gesetz und in diesem Auslandschweizer Gesetz ist das Prinzip der Selbstverantwortung stipuliert. Und man hat erst mit der Zeit eigentlich erkannt, es geht nicht mehr alleine zurück. Die Leute, die kommen, die können wirklich aus eigenen Mitteln nicht mehr zurück. Es geht einfach nicht, wenn wir müssen etwas tun. Comme surtout l'épidémie amène les pays à fermer les frontières et à réduire les vols d'avion, on leur recommande de rentrer en Suisse pour éviter d'un côté d'avoir eux-mêmes des problèmes et deuxièmement de surcharger les systèmes de santé des autres pays. EDA Helpline. Also mit dem Namen und dann natürlich das Weiterleiten. Das Telefon klingelt nonstop, ja, seit mehreren Tagen, Tag und Nacht, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Und die Anrufe kommen aus der ganzen Welt. Zurzeit sind wir dabei, die Passagierlisten für die Flüge zu erstellen. Wir haben in den letzten 48 Stunden über 200 bis 300 E-Mails erhalten. Ältere Leute, für Leute mit medizinischen Beschwerden, die sollen, wenn möglich, priorisiert werden für einen früheren Flug, um in der Schweiz natürlich dann auch früher anzukommen und dort wieder die medizinische Versorgung zu haben, die sie brauchen. C'est la logique des choses qui nous amène à dire ça. Et ça nous amène à le dire dans une approche pragmatique qui consiste à dire aux Suisses qui sont partout dans le monde, la situation sera pire dans quelques jours. Gleichzeitig merken wir jetzt aber immer, wie mehr Anfragen von ganz vielen Vertretungen im Ausland weltweit, Ruanda, Burundi, Bolivien, Myanmar, Senegal, einfach um ein paar zu nennen, wo die Frage kommt von den Mitarbeitern, wir befinden uns in Kontexten mit einer ungenügenden Gesundheitsversorgung. Also bei Zwischenfällen vor Ort ist natürlich die Botschaft gefordert, da müssen Sie schnell reagieren, müssen Sie die entsprechenden Schritte einleiten, medizinische Unterstützung organisieren, wenn das notwendig ist. Falls nötig, sind wir hier auch in Kontakt mit der REGA, um schnellstmöglich dann Medevac, sagen wir dem, also medizinische Evakuierungen vorzunehmen. Da sind wir fähig dazu, da ist die REGA gut aufgestellt. Glücklicherweise mussten wir das jetzt nur in ganz wenigen Einzelfällen organisieren. Wir haben den Krisenstab unter der Krisenorganisation des EDA-KMZ am 16. März aufgebaut in einer Nacht- und Nebelaktion. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir sehr viele Leute aus dem EDA bei uns haben, die uns aushelfen mit diesen Repatriierungsflügen, die vorher noch nie damit mit diesen Prozessen gearbeitet haben und die Operationen auch nie durchgeführt haben. Sind wir ganz allein? Also Indien wird sicher das Thema sein. Pakistan haben wir jetzt aufgenommen. Genau, also wir sind erst zum Abklären. Also Indien ist immer noch das Thema, weil es dort wahrscheinlich einen dritten Flug wird brauchen. Kerala, eventuell Kalkutta. Das müssen wir noch schauen. Das Problem in Indien ist, dass die Leute einfach extrem verstreut sind. Ciao!
Wir haben verschiedene Teams innerhalb des Teilstabes nach Geografie aufgeteilt. Also ein Team kümmert sich um die Operationen in den Amerikas, ein Team in den Operationen in Afrika und so weiter. Also alle Kontinente sind abgedeckt. Wir haben gerade jetzt eigentlich unseren kompliziertesten Flug, der jetzt eigentlich den Peak erreicht. Momentan ist, glaube ich, eine große Herausforderung noch die großen, komplexen Flüge in den Amerikas. Also wir haben viele Gabelflüge, das heißt mit Zubringerflügen für eine Destination, zum Beispiel San Jose und Guatemala ist momentan gerade aktuell ein Team, das sehr gefordert ist. Das ist ein Paradeprachtstück. Das ist das Meisterstück. Das ist das Meisterstück, das Krise auf der Toten. Meine Stellvertreterin, wir waren beide in Quarantäne, zurück aus Europa, respektive Familienangehörige zurück aus Europa. Und das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung, so eine Krise aus der Ferne, aus dem Homeoffice zu managen. Dass wir im vergangenen Wochenende Leute in der Distanz von Bern, Kopenhagen im Norden nach Lima geholt haben. Und das nicht über europäische Autobahnen, sondern teilweise über sehr schlechte Straßen, bei Regen über Pässe von fast 5000 Metern Höhe mit 40 verschiedenen Kontroll- und Abholpunkten. Wir hatten bei diesen kumulierten 10.000 Kilometern auch zwischendrin einen Busunfall. Es ist auch ein sehr dramatischer Fall einer Compatriote, die perdu son conjoint atteint du Coronavirus. Et là, c'est aussi des moments très durs. Et puis, il y a des moments plus drôles avec, par exemple, cette jeune étudiante dont les parents nous réclamaient un laptop. Elle était en quarantaine et il fallait trouver un laptop que nous avons trouvé pour lui permettre de continuer à suivre les cours dans son école en Suisse. Und meine Assistentin hat einen Anruf bekommen und er konnte wirklich nur Schweizerdeutsch. Und sie hat den mir durchgestellt am Telefon. Dann habe ich es dem gesagt und hat er gesagt, ja, kann ich endlich Schweizerdeutsch? Dann ich gesagt, ja, ich kann schon Schweizerdeutsch. Ja, Herr Winz, habe ich ein Problem. Ich bin schon 3 Wochen hier auf der Jagd. Ich habe meine Jagdwaffe. Also er hatte sein Jagdgewehr dabei. Und wie kann ich jetzt dieses Jagdgewehr nach Hause? Und ich sage, ja, das geht nicht. Bringen Sie das zur Polizei und lassen Sie das dort, weil ein Jagdgewehr können Sie jetzt wirklich nicht mit diesem Repatriierungsflugzeug nach Hause bringen, weil die brauchen natürlich gewisse Bewilligung. Am Tag des Abflugs, das war der 1. April, haben wir plötzlich Nachricht erhalten, dass ein Hotel, wo mehrere Fluggäste untergebracht waren, die eben hätten ausfliegen sollen mit unserem Flug, dass dieses komplett abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt wurde und von der Polizei geschlossen worden ist. Und diese Gäste, die darin eingeschlossen waren, hatten eigentlich keine Möglichkeit mehr, aus diesem Hotel rauszukommen. Und das Ganze war für 2 Wochen vorgesehen. Die Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes ist stark eingeschränkt. Also nur um ein Beispiel zu geben, die Insel Phuket ist völlig abgeriegelt von der Außenwelt. Also man hat die Brücke gesperrt, man hat die Häfen gesperrt. Ab dem 10. April soll auch der Flughafen zu sein, also Luftraum ist gesperrt. Also niemand kann mehr auf die Insel oder kommt raus aus der Insel. Die Optionen, die es auch gibt in der Organisation, also wenn man jemanden, der wirklich schon lange ausreisen wollte, aber sehr, sehr weit entfernt ist und plötzlich gelingt es mit einem Transport, diese Person, die auch verängstigt war vermutlich durch die Situation, dann wirklich abholen kann, in den Bus nehmen kann. Diese Erleichterung, die dann auch zu spüren ist, das ist sicher etwas, das man sonst im normalen Botschaftsbetrieb nicht auf diese Art und Weise erfährt. C'est une très belle opération. Il y avait évidemment samedi une dimension aussi, à mon avis, touchante et émouvante de voir des Suisses qui arrivent et qui se font accueillir par du personnel de l'armée, masqués, se faire distribuer des masques dans un aéroport désert, embarqués dans un bus au milieu de la nuit. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel
que j'espère plus jamais devoir voir. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait que ça se passe. Ich wollte mich bedanken bei der Schweizerischen Botschaft für die Hilfe in dieser speziellen Situation und für die Organisation des Flugs. Danke vielmals. Vielen Dank für alle. Super gemacht. And the fact that Switzerland is helping to get more than 40 Dutch people home. It's a really been a great partnership. I already feel very connected to the Swiss, but after tonight even more. Wir sind daran, uns aufzustellen für eine weitere Phase, die kommen könnte, weil die Phase 1, wo man die Leute eigenverantwortlich gebeten hat, in die Schweiz zurückzukehren, die läuft immer noch, aber es wird immer schwieriger. Dann läuft die Phase 2, wo wir die organisierten Flüge anbieten, das läuft auch noch, aber das Ende ist absehbar. Und dann bereiten wir die Phase 3 vor. Und da geht es dann darum, dass wir uns um die Schweizer Reisenden kümmern, die keine Rückkehrmöglichkeit mehr haben, und auch um Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die in Schwierigkeiten geraten. Später. Was jetzt noch ansteht. Ich denke, Afrika ist ein spezieller Kontinent. Wir haben dort überall in sehr vielen Ländern noch vereinzelt Schweizer und Schweizerinnen, Reisende teilweise, aber auch angemeldete Schweizerinnen und Schweizer, die vielleicht gerne ausreisen möchten, weil sie Angst haben, dass das bestehende Gesundheitssystem die ganze Covid-Krise nicht auffangen kann. Und dort ist es eine große Herausforderung, die wir zusammen mit den Vertretungen vor Ort angehen müssen. Was einfach schwierig ist, die Lebensbedingungen hier in Afrika sind schon sehr andere für die, als bei uns in Europa. Die Leute leben auf dichtestem Raum, eng gedrängt. Masken sind aber auch relativ teuer. Das kann sich natürlich nicht jedermann leisten. Also die Pandemie ist hier, trifft die Leute sehr hart. L'ambassadeur de Suisse, je suis très heureux de vous avoir sur le vol de Edelweiss. Hier soir, quand le vol est arrivé avec des fournitures humanitaires et aussi avec des collaborateurs, collaboratrices humanitaires des ONG pour aider à l'RDC lutter contre le COVID-19. Wenn ich jetzt da zurückblicke, dann war das wirklich eine unglaublich intensive Aktion mit diesen Rückkehrflügen. Es war unheimlich intensiv auch für die Konsulardirektion mit der Helpline. Wir hatten zeitweise 1000 Anrufe und 1000 E-Mails pro Tag, die wir verarbeiten mussten. Diese Aktion dürfte auch wirklich jedermann in der Schweiz zeigen, wofür wir ein Außenministerium haben. Wir hatten ganz vielen Kontakt mit verschiedenen befreundeten Botschaften, die uns alle angerufen haben. Bitte, bitte, können wir unsere Leute auch noch mit euch mitschicken. La solidarité globale finalement qui s'instaure, où on donne des vols, on donne des places, on essaie de s'entraider au niveau général. Et toute cette chaîne fait que beaucoup de gens ont pu rentrer en Suisse maintenant et on en est très très heureux. At the end of the day haben wir die alle nach Europa gebracht. Und man muss schon nicht vergessen, Neuseeland ist weit weg, wenn Sie das mal schauen. Wir sind wirklich am Ende der Welt. Ich bin doch schon ein Weilchen beim EDA dabei und habe noch nie so etwas erlebt. Also das hat man schon festgemerkt. Und dann schon auch also sehr professionelle Unterstützung von Bern. Ohne das hätte es nicht geklappt. Also da hat man auch gemerkt, dass da wirklich die Leute zusammenkommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man von einem Tag zum anderen einen so großen Teilstab aufbauen muss, dafür die nötigen Hilfsmittel bereitstellen muss. Aber es ist eine ganz, ganz große Erfahrung für mich als Krisenmanagerin zusammen mit meinem Team und meinen Vorgesetzten. Flying Home ist die größte Rückholaktion in der Geschichte der Schweiz, meines Wissens. Und ich hoffe, dass es die größte bleiben wird, weil die Herausforderungen sind immens.